Servus. Wir sind Nina und Tom und wenn uns jemand fragen würde, wo man die schönsten Strände in Kroatien findet, dann würden wir definitiv antworten an der Makarska Riviera, einem 45 Kilometer langen Küstenabschnitt zwischen Split und Dubrovnik. Direkt hinter den kilometerlangen Kieselstränden ragt das Biokovo-Gebirge empor. Meer, Berge und Strand sorgen hier wirklich für eine atemberaubende Kulisse. Und was du dort alles gesehen haben solltest, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! So, bevor wir loslegen, blenden wir euch hier mal eine Karte ein, damit ihr wisst, wo sich die Makarska Riviera befindet. Tom hat es ja schon gesagt, das ist ein 45 Kilometer langer Küstenabschnitt, der ungefähr so eine Stunde Fahrt von Split entfernt ist. Auf dieser Strecke gibt es jetzt keine großen Städte, sondern nur kleine Ortschaften und viele Hotels. Wir persönlich haben ein Hotel gewählt zwischen Baska Voda und Brella und wir können euch das Blue Sun Hotel Berulina wirklich sehr empfehlen. Direkt vor der Hotelhaustür befindet sich nämlich ein wunderschöner Strand und auch die Anlage ist sehr modern mit Pool und Blick aufs Meer, also wirklich super schön. Ja, fand ich auch traumhaft. Alle Infos oder alle Highlights, die wir euch jetzt noch gleich vorstellen und auch das Hotel, findet ihr nochmal genauer beschrieben in unserem Blogartikel, den wir euch unten verlinken. Und wir starten jetzt auch gleich schon mit dem ersten Highlight. Die größte Ortschaft an der Riviera heißt genauso wie der Küstenabschnitt und zwar Makarska. Dort gibt es eine kleine, aber feine Altstadt mit ein paar schmalen Gässchen und auch Altbauten. Vor allem aber die Hafenpromenade ist wirklich schön. Dort stehen unzählige Ausflugsboote und auch eine richtig schöne Palmenreihe. Ganz witzig auch, achtet da mal drauf, es gibt eine Statue, die aussieht wie zwei Touristen. Da die Touristen nämlich für die Region so super wichtig sind und das schon sogar mehrere hundert Jahre lang, hat man denen sogar eine Statue gewidmet. Und wenn man bei der Statue oder bei den Statuen an einer gewissen Stelle reibt, dann soll das sogar Glück bringen. Welche Stelle das ist, werdet ihr ganz schnell selbst herausfinden. Das Besondere an der Makarska Riviera ist ja, dass dann dahinter direkt das Biokovo-Gebirge emporragt und so auch natürlich in Makarska Stadt. Am besten könnt ihr das Panorama sehen von der Halbinsel Sveti Petar aus. Wenn ihr da zum Leuchtturm geht, dann habt ihr einen perfekten Blick auf die Stadt samt Biokovo-Gebirge. Der Osejava-Waldpark ist nur einen Katzensprung von Makarska Stadt entfernt und dabei handelt es sich um einen Nadelwald, der direkt an der Steilküste liegt. Man kann dort über mehrere Wanderwege einfach nur entlang spazieren an dieser Steilküste und den wunderschönen Ausblick aufs Meer genießen. Zum Sonnenuntergang ist es mit Sicherheit auch sehr schön. Das absolute Highlight ist aber der Blick auf den Nugal Beach. Man kann von der Steilküste aus auf diesen Strand schauen, der wirklich auch einfach bilderbuchmäßig ist. Man kann aber natürlich auch runter spazieren und dort baden. Der Nugal Beach war früher übrigens ein berühmt-berüchtigter FKK-Strand. Mittlerweile ist aber nur noch ein kleiner Teil davon FKK. Wenn ihr nach einem Café oder Restaurant fürs Abendessen sucht mit einem grandiosen Ausblick, dann ist das Restaurant-Panorama wirklich perfekt für euch. Es liegt ganz in der Nähe von Makarska Stadt und ihr habt wirklich eine grandiose Aussicht. Vor allem zum Sonnenuntergang muss es wirklich spektakulär sein, denn dann ist nämlich das Biokovo-Gebirge richtig schön beleuchtet und ihr seht natürlich auch die Sonne perfekt untergehen über dem Meer. Zwei weitere bekannte Orte an der Riviera sind Baska Voda und Brella. Baska Voda ist so ein bisschen das noch kleinere Makarska Stadt, dort ist auch ruhiger. Es gibt nur ganz wenige Altstadthäuschen und eine schöne Hafenpromenade, aber auch wieder von hier aus starten auch wieder Ausflugsziele. Und man kann ebenfalls so am Hafen entlang gehen, dass man eine schöne Aussicht auf Baska Voda hat und das Biokovo-Gebirge im Hintergrund. Brella hat dann eigentlich überhaupt keinen Stadtkern mehr, sondern dort befinden sich vor allem viele Hotels und auch der bekannteste Strand, die Punta Scala, die wir euch gleich noch vorstellen oder den wir euch gleich noch vorstellen und auch der Stein von Brella, das Wahrzeichen von der Makarska Riviera.
Die Makarska Riviera ist ja vor allem bekannt für ihre kilometerlangen Kieselstrände und da wollen wir euch jetzt mal die schönsten vorstellen. Das Besondere an diesen Kieselstränden ist, dass der Kiesel relativ klein und rund ist, das heißt, man kann auch super barfuß drauf laufen. Wir persönlich finden es eigentlich ganz gut, wenn dann danach nach dem Baden nicht der ganze Sand irgendwie am Körper klebt. Genau, und einer der schönsten Strände ist auf jeden Fall der Strand Punta Rata. Der wurde auch vom Forbes Magazine zu den schönsten Stränden weltweit nominiert, obwohl es ein Kieselstrand ist. Und der ist auch kilometerlang, wirklich mit einem sehr schönen, seichten Eingang, mit einem türkisblauen Wasser. Von unserem Hotel aus konnten wir da sogar zu Fuß hinspazieren, also richtig cool. Und das Wahrzeichen der Makarska Riviera findet ihr dort auch, nämlich den Stein von Brella. Das ist so ein Fels, der aus dem Wasser ragt. Unserer Meinung nach jetzt nicht wirklich und spektakulär. Ein Baum drauf wirkt. Ja, jetzt nicht wirklich spektakulär, aber das ist das Wahrzeichen. Genau. Den längsten Strand an der Riviera findet ihr in Tucepi. Der Camina Beach ist ganze 4 Kilometer lang. Und das Besondere an dem Strandabschnitt ist auch, dass sich hinter dem Strand vor allem Apartments befinden und eben keine Hotels. Also wenn ihr auf der Suche seid nach Apartments, dann ist der Camina Beach genau der richtige Ort für euch. Ihr habt von da aus natürlich auch wieder eine super Aussicht auf das Biocovo-Gebirge. Durch Zufall haben wir an der Makarska Riviera einen Strand entdeckt, der aussieht wie das goldene Horn auf Bratsch. Deshalb haben wir ihn einfach mal kleines goldenes Horn getauft. Den echten Namen blenden wir euch aber hier mal ein. Wenn man etwas erhöht steht oder auch mit der Drohne, sieht man nämlich, dass dieser Strand ganz spitz zuläuft und quasi aussieht wie so ein Horn. Allerdings gibt es dort im Sommer keinen Schatten. Das heißt, man muss sich entweder einen Schirm mieten oder einen Schirm mitbringen. Aber es gibt dort eine richtig coole Beachbar und auch Toiletten. Die Strände an der Makarska Riviera sind wunderschön, aber mein persönliches Highlight war wirklich der Ausflug in das Biocovo-Gebirge. Das ist nämlich wirklich spektakulär. Schon alleine die Anfahrt dorthin hat es in sich, denn es führt nur eine Straße durch den Naturpark und es werden pro Stunde auch nur 25 Fahrzeuge in den Naturpark gelassen. Der Grund dafür ist, dass die Straße nur einspurig ist und wirklich stark abschüssig. Ihr müsst auch bei der Anfahrt damit rechnen, dass euch immer wieder Fahrzeuge entgegenkommen und ihr auch rückwärts in irgendwelche Parkbuchten einbiegen müsst. Also da solltet ihr wirklich gut auch sein im Rückwärtsfahren, wenn ihr das Abenteuer auf euch nehmt. Oben angekommen warten aber wirklich gleich mehrere Highlights auf euch. So zum Beispiel der Skywalk. Das ist ein verglaster halbrunde Panorama-Plattform. Genau, eine Aussichtsplattform. Wo ihr wirklich mehrere hundert Meter nach unten sehen könnt und natürlich auch eine grandiose Aussicht auf die Riviera habt und auch auf das Biocovo-Gebirge an sich. Ich glaube, um da hochzufahren, braucht man ungefähr so eine gute Stunde. Und wenn man dann nochmal eine halbe Stunde weiterfährt, dann ist man auf dem höchsten Punkt im Biocovo-Gebirge, nämlich dem Sveti Jure, auf 1762 Meter. Er ist übrigens auch der zweithöchste Berg in Kroatien. Und auch da ist die Aussicht wirklich spektakulär. Man sieht wirklich halt einmal das komplette Biocovo-Gebirge mit den Hügeln und mit den einzelnen Gipfeln. Man könnte theoretisch auch von der Makarska Riviera, also unten von Sea Level, bis zum Sveti Jure hochwandern. Das ist aber wirklich eine richtig anstrengende Tagestour und dann muss man nämlich mit dem Taxi wieder nach unten fahren, sonst schafft man es gar nicht an einem Tag. Aber der Ausblick ist wirklich top. Es lohnt sich dann nochmal die kurvenreiche Straße hochzufahren. Ja, definitiv ein wichtiger Punkt noch oder ein wichtiger Tipp noch von uns. Fahrt eher so Richtung Sonnenuntergang hin, denn dann ist wirklich die Lichtstimmung am besten und es ist auch nicht mehr so viel Verkehr. Zumindest beim Runterfahren wird euch dann keiner mehr von unten entgegenkommen. Ungefähr 30 Fahrminuten von der Makarska Riviera entfernt liegt das Örtchen Omis und da ist die Szenerie auch sehr besonders. Hinter Omis ragt nämlich auch wieder das Gebirge in die Höhe und dieses wurde vom Fluss Cetina geformt. Das heißt, da gibt es einen riesigen Canyon und der Fluss und dieser Canyon, die münden eben direkt bei Omis dann ins Meer. Man kann dort zum Beispiel zu einer Festung hochspazieren, um einen wirklich schönen Ausblick auf den Canyon zu haben und auf den Strand. In Omis gibt es nämlich wirklich einen richtig langen Sandstrand, der ganz seicht ins Meer geht. Das heißt, es ist vor allem auch für Familien eigentlich wirklich perfekt. Und alle Adrenalin-Junkies kommen dort auch auf ihre Kosten. Es gibt nämlich beim Fluss Cetina auch eine richtig coole Rafting-Strecke und eine Zipline. Und Canyoning kann man auch machen. Genau.
Wenn man von der Riviera aus auf das Meer blickt, dann sieht man die Insel Brač und auf dieser Insel befindet sich das berühmte Goldene Horn, eines der Wahrzeichen von Kroatien. Deshalb gibt es auch mehrere Tagesausflüge mit dem Boot, egal von welchem Ort aus an der Riviera. Wer das Ganze auf eigene Faust machen möchte, der kann von Makarska Stadt aus auch eine Autofähre auf die Insel nehmen und dann die Insel selbst erkunden. Das waren jetzt die Top 10 Sehenswürdigkeiten an der Makarska Riviera. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir konnten euch etwas weiterhelfen bei eurer Urlaubsplanung. Wenn ja, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr unseren Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr nochmal alle Infos zusammengefasst sucht, die findet ihr in unserem Blogartikel, den wir euch unten in der Beschreibung verlinkt habt. Und wenn ihr noch mehr Kroatien-Videos anschauen wollt, dann schaut am besten jetzt hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.